Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jurassic Park. Und ihr seht schon, ich bin leider alleine heute unterwegs. Das liegt daran, dass ich mega Lust hatte, Minecraft zu spielen und eine Folge aufzunehmen. Und die liebe Miri ist leider noch auf Arbeit. Das heißt, ich kann heute nur ja, ein bisschen alleine unterwegs sein. Aber ihr habt wieder viele Kommentare geschrieben und Tipps, was wir so bauen können heute. Aber darauf gehen wir später ein. Ich zeige euch erstmal, was sich geändert hat. Weil die Leute, die den Livestream von Miri geschaut haben, die wissen das schon. Miri hat hier beim letzten Mal einen Spielplatz hingebaut, der sehr, sehr cool aussieht, finde ich. Also mit so ein paar Spielzeugen, Klettergerüsten, Schaukeln und kleiner Pool. Also es gibt schon coole Deko-Elemente. Hier ist auch so eine Chip, ne, wie heißen die denn nochmal? Wippe, ne? Wippe. Na, die geht aber leider nicht. Dann hier Bänke, Spielzeuge mit dem Pedo-Bär, der hier rausguckt aus der Box. Sehr, sehr cool. Ich habe währenddessen auch was gebaut, während sie gestreamt hat, nämlich das hier oben. Ich habe einfach random hier vorne so einen kleinen schrägen Übergang hingebaut. Finde ich ganz cool, dass der nicht gerade ist, sondern schräg. Und damit, also da wird man dann später einfach so durchgehen. Das ist einfach so ein Durchgang. Und man hat hier nochmal eine sehr schöne Sicht auf das T-Rex-Gehege. Das war mir ganz wichtig. Und wir werden ja heute wahrscheinlich hier was hinbauen. Da habt ihr auf jeden Fall viele Vorschläge gemacht, was hier auf diese Fläche kommen soll. Aber da kommen wir später zu. Miri hat nämlich noch im Livestream was angefangen, was sehr, sehr groß und schwierig werden wird. Das haben wir hier. Seht ihr den kompletten Berg ausgehöhlt, wie ihr seht. Und schon ein bisschen ausgeleuchtet und so. Und hier soll später, ich stehe schon drauf, so ein Glastunnel hin. Also, dass man hier so durchlaufen kann. Komplett. Und das Ganze soll später mit Wasser umgeben. Was ist das denn für ein Geräusch? Okay, das war gruselig. Genau, dass hier später einmal komplett Wasser drin ist in diesem Berg. Und dann ganz viele Wasserdinosaurier, Mosasaurus und so weiter. Liopleurodon, weiß ich auch noch nicht. Müssen wir mal schauen, wie wir das mit den Dinos machen. Aber die Idee finde ich sehr, sehr cool. Ich bin sehr gespannt. Ist natürlich sehr viel Arbeit. Es muss hier alles noch mit Wasser ausgefüllt werden. Dann müssen wir gucken, dass die Dinos, oder welche Dinos wir hier reinmachen und dass die Dinos sich vertragen. Dass wir eventuell hier noch die ein oder andere Grenze oder so setzen bei Dinos, die sich sonst fressen würden. Also müssen wir mal schauen. Aber die Idee ist cool, aber da liegt noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Ihr könnt ja schon mal ein paar Dino-Vorschläge in die Kommentare auf jeden Fall schreiben. Das wäre auf jeden Fall sehr praktisch. Dann habe ich noch etwas gemacht, was viele von euch in die Kommentare geschrieben haben. Wir hatten ja das Problem, dass der T-Rex hier immer ausgebüxt ist. Na, das wollte ich nicht. Genau, und ihr habt geschrieben, man kann mit einem Befehl sich solche Barrieren geben. Und ja, das sind so unsichtbare Blöcke einfach, wo man nicht durch kann. Und ihr seht schon, ich habe hier einfach eine komplette Mauer. Also das sieht man ganz gut, wenn ich die in der Hand habe, um das Gehege rumgezogen. Also ich bin hier einmal komplett rumgegangen im Livestream und habe hier alles drumherum gebaut. Das heißt, der T-Rex kann jetzt hier nicht mehr raus. Außer an dieser Stelle natürlich, weil hier haben wir unsere Tür. Da müssen wir natürlich auch noch irgendwie durch. Das heißt, falls er hier durch die Wand gehen würde, das könnten wir nicht stoppen. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er dahin geht, ist zum Glück relativ gering. Und ansonsten hat sich, glaube ich, nicht viel geändert. Aber ich finde es schon alles relativ cool geworden. Achso, hier vorne, das habe ich euch gar nicht gezeigt. Ich habe hier diese schräge Dings hier gebaut. Und da soll dann später auch irgendwie so ein Gang, der hier lang geht, geradeaus. Und dann links darüber, hier mit so einer Brücke oder sowas, in den anderen Berg. Und hier vorne, dieser Gang wird dann später hier zu dem Haus führen. Das heißt, hier soll ja später so eine große Aussichtsplattform hinkommen. Das könnt ihr euch sicherlich schon vorstellen. Und da soll dann der Gang hinführen. Das soll alles so eine Verbindung sein und so. Ich glaube, das wird alles sehr, sehr cool werden. Aber ich glaube, jetzt heute werden wir uns erstmal damit beschäftigen, was hier oben auf den Berg beim T-Rex-Gehege kommt. Ach so, Leute, was ihr auch noch in die Kommentare geschrieben habt. Ich habe ja gefragt, wie man den T-Rex so hinsetzen kann und Dinos allgemein so befehlen kann, dass sie sich hinsetzen sollen und sowas. Ihr habt geschrieben, man braucht dafür einen Skullstick und wir werden jetzt mal eben den herstellen. Der ist ganz einfach herzustellen. Da braucht man einen Skullblock. Davon haben wir schon jede Menge gefunden. Und einen Stock. Und den werden wir jetzt herstellen. Ich nehme den mir hier raus. Und das sollten wir sogar in unserem eigenen Inventar machen können. Ach, ich bin ja im Dings-Mode, deswegen geht das nicht. Ja, müssen wir mal eben kurz an eine Werkbank gehen. Normalerweise kann man das ja im Inventar machen. Solche Sachen. Okay, das geht nicht. Ist doof. Ah, okay. Ich bin wirklich doof. Wir müssen das Ganze hierhin machen und hierhin. Hä? Skullblock, Stock. Skullend, oh mein Gott, okay. Ja, never mind. Da haben wir natürlich das Falsche erwischt. Wir brauchen nämlich hier den Block und nicht die Laterne. So, dann machen wir das Ganze mal. Dann stellen wir uns mal so einen Stock her. Und dann bin ich
mal gespannt, was passiert. Dann gehen wir gleich mal ins T-Rex-Gehege und gucken mal, ob wir unseren T-Rex Befehle geben können. So, dann gehen wir mal rein. Ich bin natürlich nicht mehr im Überlebensmodus. Ich hoffe, der T-Rex wird uns nicht angreifen oder sowas. Das wäre irgendwie doof, aber ich denke mal nicht. Ich habe ihn ja eigentlich gezähmt. Also eigentlich sollte da nichts passieren. Wir werden sehen. Bin jetzt sehr gespannt. Ihr meintet, Linksklick muss ich damit machen, damit er sich hinsetzt. Dann gucken wir mal, ob das klappt. Hoffentlich ist er friedlich und uns nicht böse gesinnt, aber eigentlich nö. Der ist cool drauf. Und er chillt immer noch mit seiner Kuh hier. Die hat er immer noch nicht gefressen. Also sind irgendwie Best Friends, ich weiß auch nicht. Linksklick stimmt schon mal nicht. Bin soeben geschlagen. Rechtsklick. Okay, er setzt sich hin. Ach, wie schön. Okay, das klappt schon mal wunderbar. Tut mir leid, Rexy. Hier hast du einen Schnitzel. Ich wollte dich nicht schlagen. Okay, das klappt. It's following. Ah. It's wandering, staying. Ah, ich kann ihm drei Befehle geben. Ich kann ihm auch sagen, er soll mir hinterherkommen. Sehr cool. Komm mal hierher. So, du kannst wieder rumwandern, mein Lieber. Ich wollte dir nichts Böses. Das sollte eigentlich auch alles bei den anderen Dinosauriern klappen. Wir können ja mal einmal kurz testshalber rüberfliegen. Aber es ist sehr, sehr gut zu wissen, dass es klappt. Sehr praktisch. Müssen wir natürlich schauen, dass wir einen nehmen, der mir gehört. Hier, der gehört schon mal mir. Das ist gut. Das heißt, dem könnten wir jetzt... Geht das nicht, wenn ich im Dingsmode bin? Wie? Okay, ich glaube, bei dem Brachio klappt das nicht. Ist natürlich doof. Gucken wir mal bei dem Gallimimus. Vielleicht ist der Brachio auch zu groß. Who knows? Mal gucken, ob das unserer ist. Hoffentlich. Ah, ich gehe unter. Ja, der Dandyman, perfekt. Ne, auch hier kann ich das nicht machen. Okay, keine Ahnung. Klappt anscheinend nur bei den Rexys. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Immerhin wissen wir jetzt, wie es geht. Das ist sehr, sehr praktisch. Vielen, vielen Dank für eure Tipps. So, und jetzt kommen wir mal dazu, was wir hier oben hinbauen wollen. Ich habe mir die Kommentare durchgelesen. Ihr habt richtig viele Sachen geschrieben. Ich habe mal 5 Sachen rausgeschrieben, die am häufigsten genannt wurden. Da haben wir einmal eine Fossilienzone. Also, das sind alles Gebäude von JWE, die meisten. Kennt man ja, finde ich sehr, sehr coole Idee. Restaurant haben wir einmal. Da würde ich das auch so ein bisschen in Richtung Jurassic World Evolution anlehnen, denke ich. Weil das sieht sehr cool aus, das Restaurant. Dann ganz oft wurde geschrieben Hotel. Allerdings, da muss ich schon mal sagen, ich glaube, der Platz ist für ein Hotel einfach viel zu klein, Leute. Weil, wenn man ein Hotel baut, dann müssen auch viele Gäste reinpassen, viele Zimmer sein und so. Und auf so einem kleinen Platz ist das nicht machbar. Also Hotel fällt für mich schon mal raus, aber trotzdem danke für den Vorschlag. Noch ein guter Vorschlag war Souvenirladen. Finde ich auch sehr cool. Das wird aber eine sehr schwierige Herausforderung, weil der oben ja sehr abgerundet ist. Ich weiß nicht, ob ihr den gerade vor Augen habt. Ich kann sonst ja auch mal Bilder einblenden. Und ein Aussichtsturm habt ihr noch geschrieben. Wäre natürlich auch keine schlechte Sache, aber ich denke mal, wenn wir hier irgendwas hinbauen, irgendein Gebäude oder so, hat man sowieso schon eine gute Aussicht. Dann hat man von da vorne eine gute Aussicht, von da wird man eine gute Aussicht haben. Hier hat man die Beobachtungsgalerie. Also ich glaube, der Blick auf den T-Rex ist sowieso gesichert. Ich denke, deshalb werde ich mich zwischen der Fossilienzone, dem Restaurant oder dem Souvenirladen entscheiden. Und ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich überlege nochmal eben eine Minute und dann schauen wir mal. Also Leute, ich habe gerade mal geguckt. Ich denke mal, ich werde mich zwischen dem Souvenirshop oder dem Restaurant entscheiden. Allerdings habe ich bei dem Restaurant so ein bisschen die Befürchtung, dass ich einfach viel zu wenig Platz hier oben haben werde. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen was von dem Berg abtragen und dann schauen wir mal, wie viel Platz wir hier gewinnen, weil das Restaurant ist tatsächlich ein bisschen größer. Der Souvenirladen ist ein relativ kleiner Shop, also der passt hier auf jeden Fall oben drauf. Aber das Restaurant finde ich irgendwie cooler. Also, für das Restaurant ist hier definitiv zu wenig Platz. Also denke ich mal, dass wir hier einen Souvenirshop hinmachen und vielleicht noch so eine kleine Terrasse oder sowas. Vielleicht hier sogar mit, so eine, die hier rüberragt, mit Glasboden oder so. Das wäre auch ganz cool. Aber wir werden jetzt uns erstmal um den Souvenirladen kümmern. Der wird hier hinkommen. Das wird ganz schön schwierig werden, weil der ist ja vorne oder oben so abgerundet und sowas. Das müssen wir halt auch irgendwie alles umsetzen. Also werden wir auf jeden Fall gleich als erstes mal den Eingang von dem Souvenirladen bauen. Den werden wir irgendwo hier vorne hin machen, denke ich mal. Da müssen wir uns erstmal eben einen Grundriss für diese Rundung überlegen. Von der Größe her auf jeden Fall. Ich werde den mal... So, wir machen den mal die erste Seite 4 breit. Und dann denke ich, 1, 2,
Warte mal, jetzt muss ich mal eben schauen. Wir werden auf jeden Fall ganz viel mit diesen Schrägen arbeiten, damit das möglichst rund aussieht. Dann werden wir, glaube ich, 1, 2, 3 so gehen. 3 und dann wieder 1, 2, 3, dass wir 4 Stück haben. Warum ich das jetzt eine ungerade Zahl mache, ist, weil diese Blöcke hier, also hier so ein Block ist natürlich nicht so breit wie so ein schräger Block, ne? Deswegen denke ich mal, dass wenn man hier 3 schräge hat und hier 4 normale Blöcke, dass das dann relativ rund aussehen sollte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch näher rangehen muss. Das werden wir gleich sehen. Und mal eben hier jetzt einmal. Also wäre halt der Kreisbogen jetzt komplett. Also man sieht es jetzt schon ganz gut, denke ich. Bauen es mal nochmal eben fertig. Eins, zwei, drei, vier. So, das wäre sozusagen dieses runde Dach, was man da sieht. Und jetzt ist die Frage, das müsste eigentlich noch weiter nach hinten. Also wir können ja den Berg noch ruhig ein Stückchen entfernen. Ich denke mal, ich werde das Ganze noch 2 Blöcke oder so nach hinten setzen. Aber ansonsten gefällt mir die Form schon ganz gut. Das sieht schon ziemlich rund aus und kommt auf jeden Fall an das Original ran. So, wir werden das Ganze auf jeden Fall auch so ein bisschen spiegeln, wie ihr seht. So, dass der runde Eingang dann hier auf dieser Seite sein wird. Und ja, das ist jetzt die Grundform. Gefällt mir schon mal ganz gut von dem Eingang. So, Leute, ich habe mir einen ungefähren Grundriss jetzt hier gemacht, wie ich das Ganze machen werde. Wir müssen auf jeden Fall noch viel, viel Berg entfernen dahinter, glaube ich. Damit das hier alles so aufgeht, wie ich es gerne hätte. Ich muss mal eben hier nochmal eben schauen. Das kommt aber ungefähr hin tatsächlich. Also das sollen dann später hier die Säulen darstellen. Ich glaube, ich werde die auch in mit so Mauern machen. Aber natürlich in anderem Material. Und das Dach wird natürlich gleich auch noch hochverlegt. Also ich weiß nicht, ob man das momentan nachvollziehen kann. Aber ich mache jetzt hier gerade erstmal so grob. Oh, das ist aber falsch, ne? Das ist jetzt ein Zaun, ne? Ich wollte eigentlich eine Mauer. Hier ist die Mauer. Genau, die ist nämlich ein bisschen dicker. Die machen wir so. Weil in echt hat das Gebäude halt 5 Säulen. Und diese Dinger oder diese Blöcke sollen dann die Wand darstellen von dem Gebäude. Hier wird dann der Eingang später sein. Der ist auch so abgerundet, aber das werden wir leider nicht ganz so gut, denke ich, umsetzen können. Weil es einfach keine schräge Türen gibt. Aber das ist ja allgemein immer sehr, sehr schwer, Sachen zu runden in Minecraft. Wir machen jetzt mal die Mauer erstmal. Wie hoch soll das denn später sein? Können wir mal gucken, wie das aussieht. Das ist natürlich schon sehr dicht beisammen, ne? Also vielleicht sollten wir das Ganze noch weiter nach außen legen, damit das... So sieht das Ganze jetzt hier aus, wenn wir das Dach nach oben verlegen. Und das hat ja alles so eine beige Farbe. Da müssen wir mal schauen, welche Farbe wir da nehmen würden. Irgendwas cooles, beiges. Man könnte natürlich auch Holz nehmen. So ein bisschen Holzlook hat es schon. Das würde auf jeden Fall auch gehen. Aber vielleicht gibt es ja noch irgendwas anderes, was da relativ nah rankommt von der Farbgebung. Was ist denn mit weißen Keramik? Wie sieht denn das aus? Wieder schon. Oh, das sieht relativ gut aus von der Farbe her, muss ich sagen. Wir können das ja mal ausprobieren. Ja, das ist, kommt da schon nah dran an die Originalfarbe. Das Schwerste tatsächlich werden aber, denke ich mal, die Säulen werden da. Also die Rundung ist ja schon mal ganz cool. Aber jetzt die Säulen da so zu platzieren, dass man da noch vernünftig durchgehen kann und so, das wird relativ schwierig. Also es gefällt mir schon ganz gut. Vielleicht kriegen wir noch die 5. Säule irgendwie hin. Die ist ja auch relativ dicht an der Wand. Also das heißt, eventuell könnte man die hier hin machen. Dann hätte man seine 5 Säulen. Müssen wir mal schauen. Aber die machen wir auch eventuell später wieder weg. Aber jetzt gefällt es mir auf jeden Fall vom Abstand. Das ist schon mal sehr gut. Und die Säulen sind natürlich weiß. Da hatte ich ja gerade Quarz genommen. Wir könnten auch mal gucken, wie die gemeißelte Quarzblock, wie der aussieht. Was besser aussieht von den beiden. Einmal so, einmal so. Okay. Ich finde tatsächlich den gemeißelten ein bisschen schöner. Der hat nämlich so ein paar Details da drin, ne? Ich glaube, den nehmen wir erstmal. Weil das Gebäude an sich ist natürlich weiß. Ich weiß nicht, ob ich noch, schon zu 100% zufrieden bin mit dieser Keramikfarbe. Man hätte vielleicht auch noch eine Stufe dunkler nehmen können. Was habe ich denn genommen? Weiße Keramik. Vielleicht hätte man auch hellgraues Keramik nehmen können. Das könnte ich mal eben ausprobieren, wie das dann aussieht. So sieht das aus, das Ganze. Ist auch nicht schlecht, aber ich lasse es erstmal so, weil eventuell können wir da noch eine schöne Farbkombi draus machen. So, ich habe jetzt nochmal die Säulen so ein bisschen umplatziert und ein anderes Material ausprobiert,
bin ich auch noch nicht zu 100% zufrieden mit. Das sind jetzt Eisenblock. Aber ich werde da auf jeden Fall noch ein bisschen rumprobieren und ändern. Aber ich werde jetzt hier erstmal das Dach nochmal ein bisschen von der Form anpassen. Ich werde mal hier, denke ich mal, die ganzen Blöcke abnehmen und das Ganze so austauschen. Dann hat man nämlich diesen etwas schlankeren Rahmen hier. Das finde ich ganz cool. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Details bei dem Dach. Ja, ich bin echt gespannt, ob das denn passen wird soweit, damit das später gut aussieht. Ich könnte mir echt vorstellen, dass das einfach zu klein ist, das Dach, oder allgemein das Gebäude zu klein geplant ist, um mehr viele Details einzubringen. Aber man sieht jetzt schon ganz gut diesen Boden. Ich weiß auch noch nicht, ob ich zu 100% mit dem Keramik zufrieden bin. Vielleicht werde ich auch das noch austauschen. Die Säulen gefallen mir jetzt aber eigentlich schon ganz gut. Also hier wäre dann sozusagen, ich kann ja mal die Mauer ziehen, der Eingangsbereich ungefähr. Ich weiß jetzt nicht, ob die Mauer dann hier direkt anfängt. Aber das wäre dann so der Eingangsbereich. Also hier würde dann die Mauer des Geschäfts sein. Da würde das Geschäft losgehen. Das würde dann hier natürlich noch nach rechts ein ganzes Stück gehen. Und ja, das wäre halt der Eingangsbereich. Da wird dann oben auch noch ein schönes Schild drankommen. Und dann kann man hier reingehen. Die Säulen sehen auf jeden Fall noch nicht schön aus. Also die werde ich noch austauschen. Auch vielleicht das Keramik, ich weiß nicht. Wir müssen erstmal gucken, wie das Gesamtbild dann aussieht. Hier oben habe ich auch schon mal ungefähr diesen Block gemacht, der noch so da nach oben geht. Den werden wir auch ungefähr da so hinmachen. So, die Farben haben sich jetzt hier nochmal geändert, aber es gefällt mir schon mal um einiges besser. Es ist nicht ganz perfekt, aber es passt, denke ich, erstmal. Also ich habe jetzt genommen hellgrauen Beton hier für dieses Außen und ganz normale Steinstufe hier für die Säulen. Das gefällt mir eigentlich schon recht gut. Jetzt müssen wir mal gucken, welches Holz da am besten zu passt, weil ich glaube, dieses Holz ist noch ein bisschen zu hell. Aber es gibt hier gar nicht so viele Abstufungen. Also wir könnten höchstens Fichte nehmen. Ist das hier schon Fichte? Ich glaube schon, ne? Ja, das ist leider schon Fichte. Oder wir können hier dieses ganz dunkle nehmen. Zumindest für die Unterseite. Ich glaube, das ganz dunkle passt ein bisschen besser bei der Unterseite. Aber wir werden hier auf jeden Fall noch viel mit Holz arbeiten. Und wir müssen uns gleich noch was überlegen, was wir zwischen diese Mitte und die Säulen und so machen. Weil da ist ja normalerweise auch solche, ja, holzartigen, durchsichtigen Rundungen, sage ich mal, so gittermäßig. Vielleicht können wir da irgendwelche Falltüren oder so nehmen. So, und das Ganze wäre dann auf jeden Fall, ja, eigentlich so ein bisschen rötlicher als dieses Schwarzholz, wo wir gerade draufstehen im Original. Aber von den Farbtönen her werde ich sie sowieso nicht so genau hinkriegen. Also wir könnten jetzt hier zum Beispiel Fichte nehmen. Könnte man probieren. Oder halt nochmal dieses Schwarze. Oder halt mal wirklich etwas in dieses Hellere gehen. Das würde auch gehen. Können ja mal alle Holzarten hier ausprobieren. Also das wäre jetzt Fichte. Das ist mir zu rot auf jeden Fall. Trope ist mir zu hell. Also ich glaube, Fichte ist schon so mit das Beste, was wir machen können. Da fahren wir, glaube ich, relativ gut mit. Wenn wir hier einmal so eine Schicht Fichtenholz drumherum machen. Und jetzt haben wir ja so eine kleine, ja, Decke schon drin. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Und jetzt müssten wir eigentlich an Versicht mit Fichtenholz nochmal hier oben so eine, eigentlich müssen wir so eine Verbindung machen. So, rein theoretisch schon. Mal. So. Wie wäre das dann hier? So eigentlich, ne? So. Eigentlich müsste das ja auch relativ gleichmäßig sein. Aber wir können es eigentlich hier einfach am Rand von diesem inneren Dings vorbei arbeiten. Das ist ganz gut. Brauchen wir einmal hier... Falltür brauchen wir nicht mehr. Einmal diese Schräge. Genau. Und dann haben wir nämlich hier schon mal diese Holzverbindung. Die hatten wir jetzt... Ah, das ist das falsche Holz. Wir brauchen natürlich wieder Fichte. Fichte nehmen wir uns mal eben hier. So. Dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Geht auf jeden Fall schon mal in eine gute Richtung, so würde ich sagen. So, ich habe das jetzt mal hier so ein bisschen angepasst. Habe jetzt doch die komischen Falltüren ausgetauscht gegen ganze Blöcke, weil sieht irgendwie ein bisschen besser aus, weil dann die Säulen hier vernünftig connecten und so. So bin ich jetzt schon recht zufrieden mit. Aber tatsächlich müssen wir die Säulen auch an allen Stellen so weiterbauen, wie wir es hatten, auch wenn sie dann nicht bis ganz unten gehen, logischerweise. Aber einfach wegen der Optik. Das heißt, überall an diese Stellen müssen auf jeden Fall Säulen hin. So.
Genau. Dann sieht das nämlich schon mal ganz cool aus. So, das ist jetzt schon so ein bisschen der Grundriss von unserem Ganzen. Natürlich kommt jetzt noch in der Mitte dieses, da werde ich auf jeden Fall Keramik nehmen, dieser kleine Turm. Da nehme ich aber das dunklere Keramik. Welches hatte ich denn vorhin? Und glaube ich, hatte ich dieses hier? Ne, ich hatte das ganz helle benommen. Ich glaube, dann ist das hier das Richtige. Weil das kommt, glaube ich, schon von der Farbe relativ gut hin. Wenn wir dann einfach mal vier Blöcke breit und drei hochgehen, denke ich. Und dann machen wir oben, was hatten wir hier für eine Farbe? Was war denn das hier nochmal? Hellgrauer Beton, genau. Die werden wir dann nochmal mit Stufen oben machen, obendrauf. Hellgrauen Beton, genau. Echt praktisch, diese Mod, dass man alle Stufen in jeder Farbe färben kann. Also das ist somit echt die beste Mod, die wir haben. Und natürlich auch die mit den Schrägen. Die macht schon viel aus. So, dann machen wir das Ganze hier oben auch mal in diesem Hellgrau, was wir schon hatten. Ich weiß, es ist eigentlich gar nicht so richtig grau, aber ich finde irgendwie, dass es grau besser aussieht als die Farbe, die ich vorher hatte, wenn ich ehrlich bin. Also es sieht jetzt gar nicht so verkehrt aus von der Farbkombi. Natürlich, vielleicht finde ich hier auch noch eine bessere Farbe und werde das Ganze dann nochmal austauschen. Dass da oben dann so Schatten und so entstehen, das kann ich leider nicht ändern. Das ist aber jetzt auch nicht ganz so schlimm. Da wird nämlich jetzt auch noch ein Zaun drumherum kommen. Was haben wir denn da für Zäune? Da werden wir wahrscheinlich den etwas helleren nehmen, nämlich den Fichtenholzzaun. Da gehe ich mal von aus. Ja, der hier sollte passen, weil in echt ist da auch nochmal so ein Holzgerüst drumherum. Das machen wir jetzt auch. So, jetzt sieht das doch schon relativ gut am Original aus. Also ich bin schon sehr zufrieden damit. Natürlich werden wir da noch die ein oder andere oder das ein oder andere Detail noch mit reinbringen. Definitiv. So Leute, da sind wir wieder. Und wie ihr seht, ich habe jetzt hier noch mal ein paar Dinge geändert. Ich habe einmal das Graue gegen das Holz hier getauscht. Finde ich auf jeden Fall schöner. Also sieht auf jeden Fall besser aus. Dann habe ich das Ganze hier noch einerhöht, hier dieses mittlere Ding. Aber ich werde jetzt allgemein noch mal ein bisschen auf ein paar Details und so eingehen. Wir werden jetzt erstmal hier zum Beispiel noch mal die Säulen ein bisschen bearbeiten und so, dass wir auf jeden Fall alles noch ein bisschen detailreicher gestalten können. Dafür brauchen wir einmal das hier. Da werden wir dann, denke ich mal, die Säule, die untere, in dem Weiß hier gestalten. Das finde ich ganz cool. Machen wir das mal hier einmal durchgehend. So, und dann machen wir hier überall Weiß. Dann haben wir unten. Ach so, den Boden habe ich übrigens auch schon mal so ein bisschen angepasst. Ist jetzt noch nicht perfekt, aber so ein bisschen. Ich würde es natürlich auch gerne abrunden. Allerdings gibt es dabei ein Problem. Also ich würde das natürlich gerne so machen, dass der Boden dann so rund ist und so. Allerdings gibt es dann folgendes Problem, nämlich kann man hier in diese Lücke dann nichts mehr reinmachen. Schade, dass man dann diese Lücke nicht in anders Farben, also in dieser Farbe machen kann. Das funktioniert leider nicht. Deswegen müssen wir hier am Boden auf jeden Fall bei dem Eckigen bleiben. Das nützt nichts. Jetzt kann ich, warum die Blocks mir jetzt gerade angezeigt werden. Keine Ahnung. Jetzt verschwinden sie. Okay. Wahrscheinlich, weil ich die im Inventar noch hatte. Ich denke mal hier oben die Säulen, die werde ich auch in Weiß machen. Das obere Ende der Säulen. Das nächste Detail, was ich noch einbringen will, ist, dass wir hier das Ganze. Oh, hier habe ich gar kein Holz zwischen. Okay. Ach, das geht gar nicht. Warum? Warum geht denn das nicht? Ach, hier habe ich das gar nicht ausgetauscht. Oder was? Hä, jetzt bin ich verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe keine Ahnung. Naja, passt schon. Jetzt sollte es auf jeden Fall hinkommen. Ich will hier das Ganze nämlich gegen Treppen nochmal austauschen. Das hat den einfachen Grund, dass es erstmal noch ein bisschen detailreicher ist und dass der Zaun sich hier nicht mehr connectet. Seht ihr das? Also hier gibt es jetzt nicht mehr diese blöde Verbindung, weil die finde ich jetzt nicht so nice. Deswegen tausche ich hier das Ganze noch aus. Von außen sieht es natürlich nicht anders aus. Also das ist eigentlich so der Hauptgrund, dass ich hier nicht mehr diese blöde Verbindung habe vom Holz. Und das sieht von oben cooler aus, muss man sagen, oder? Ja, von den Proportionen her passt es halt nicht. Es müsste eigentlich noch breiter sein, wenn es auf dieser Höhe hier bleibt. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, aber ja, das ist bei Minecraft nicht immer alles perfekt realisierbar. Ich habe allerdings hier noch ein Detail, was ich gerne einbauen möchte. Dafür brauche ich mal eben so einen Block. Und dann machen wir mal eben hier eine Reihe hin. So, und jetzt können wir nämlich mit dem Gemälde wieder so einen schönen Banner damit einbauen, den wir auch im Original haben.
Das macht ja immer viel her. Ist ein bisschen schade, dass man hier diese Ränder so doll sieht, aber finde ich an sich jetzt nicht so schlimm. Immerhin haben wir jetzt hier so ein schönes Giftshop Trader Shield wie im Original. Das hat man, glaube ich, auf beiden Seiten, genau. Hier auf dieser Seite nämlich auch nochmal. Das heißt, wir müssen hier auch nochmal diese Blocks machen. Die mache ich hin, weil sonst das Gemälde da nicht hinpasst. So. Perfekt. Und damit ist unser Eingang schon relativ gut dabei. Dann würde ich sagen, gehen wir schon mal so ein bisschen an das Grundgebäude ran. Also ich habe hier hinten ja schon mal so ein bisschen den Grundriss gezogen. Den finde ich auch gar nicht so verkehrt. Aber jetzt müssen wir mal eben überlegen, aus welchem Stein oder Material wir das hier bauen, das Gebäude. So, ich habe mich jetzt, glaube ich, erstmal für Quarzblöcke entschieden. Die finde ich gar nicht so schlecht. Ich werde aber, glaube ich, hier die Säule in der Wand beibehalten. Also die werden wir hier runterbauen. Sieht dann, glaube ich, nochmal ein bisschen cooler aus. Vielleicht können wir das auch überall machen mit allen Säulen hier. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Schauen wir mal. So, jetzt ist die Frage. Ich würde eigentlich echt gerne... Ich weiß, der Boden und so, der stimmt jetzt hier auch alles hinten und vorne noch nicht. Aber den Boden beachtet man erstmal nicht. Das habe ich erstmal nur vorläufig gemacht. Ich würde tatsächlich echt gerne hier so einen Schrägeingang einbauen. Dann können wir allerdings keine Tür machen, aber man könnte das Ganze ja auch ohne Tür rein theoretisch machen. So, das wäre dann der Eingang. Wäre von der Größe echt gar nicht so schlecht. Würde dann auch relativ nah an das Original rankommen. Hier wird das ganze Gebäude dann natürlich noch nach links gehen. Da müssen wir auch auf jeden Fall noch mehr Platz schaffen. Ich weiß halt echt nicht, ob ich hier auf dem Berg so den besten Ort für so einen Souvenirladen gefunden habe. Könnte gut sein, dass ich mich noch umentscheide und das ganze Ding woanders hin kopiere. Weiß nicht, man müsste halt so das Gebäude im Ganzen dann sehen. Gerade echt schwer zu beurteilen. Ich weiß nicht, ob ich das nicht allgemein hier zu klein gebaut habe, den ganzen Kram. Könnte ich mir halt schon vorstellen. Passt so von den Proportionen nicht so richtig. Wisst ihr, was ich meine? So, Leute, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge für euch schon ist, aber ich nehme schon relativ lange auf, weil ich habe immer viel ausprobiert, viel gelöscht, viele Farben ausprobiert und sowas. Das dauert halt immer so ein bisschen. Habe ich für euch natürlich alles rausgeschnitten, deswegen kann es sein, dass die Folge sehr kurz ist. Wir haben uns ja heute so ein bisschen an dem Souvenirladen versucht und das ist wirklich schwieriger, als ich gedacht habe. Und das ist ja unser erster Versuch hier und ich finde, der ist einfach proportional ein bisschen zu klein von dieser Rundung her. Ich habe das Ganze jetzt mal ein größer daneben gebaut. Finde ich schon etwas besser, muss ich sagen, von der Rundung und von diesem ganzen Dach da. Es ist jetzt noch nicht perfekt gebaut da, das Dach da unten drin und sowas, das kann man natürlich noch ein bisschen verbessern. Seht ihr schon, da ist das noch ziemlich empty, aber so den Grundriss sieht man jetzt schon mal. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr besser findet. Ob ihr diese schmalere Variante hier besser findet oder hier diese breitere Variante. Also ich persönlich finde auf jeden Fall diese breitere Variante besser. Außerdem können wir dann noch im Nachhinein viel mehr Details da einbringen, denke ich. Das Schild habe ich jetzt noch nicht rangemacht, weil das passt jetzt auch noch, natürlich noch nicht. Das ist auch noch auf 4 breit konzipiert. Und da das Ganze jetzt hier 5 breit ist, passt das natürlich nicht. Aber schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Also ich finde, es kommt schon so ein bisschen an das Original ran. Und ich glaube, wir sollten auf jeden Fall mit der rechten Variante weiterarbeiten. Ich glaube, das ist um einiges besser. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Position, wo das Ganze steht, also hier oben drauf, die ist einfach nicht ideal dafür. Also wir sollten hier, glaube ich, doch was anderes oben drauf bauen und den Souvenirladen irgendwo anders hinkopieren. Aber das ist ja an sich kein Problem. Aber das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Schreibt mir in die Kommentare, welche Version ihr besser findet. Hier diese schmalere oder die breitere. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den Souvenirladen hier oben sehen wollt oder irgendwo anders im Park. Ansonsten bedanke ich mich schon mal vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.